In Europa sind über 1300 Chemikalien verboten worden, während in Kanada und USA nur 11 Chemikalien verboten sind. Das Vorsorgeprinzip bedeutet, dass nichts zugelassen wird zur Verbreitung bei Mensch und Umwelt, was in irgendeiner Art und Weise schädlich sein könnte, sondern im Gegenteil. Alle Chemikalien beispielsweise, die hier in Europa auf dem Markt sind, müssen vorher getestet werden, dass sie nachweislich unschädlich sind. Das steht im krassen Gegensatz zum sogenannten Risikoprinzip oder wissenschaftlichen Prinzip, wie es fälschlicherweise häufig genannt wird, welches beispielsweise in den USA und Kanada gilt. Dort wird erstmal alles zugelassen und dann wird geguckt, ob einzelne Stoffe vielleicht irgendwelche Schäden verursachen. Gutes Beispiel dafür sind für uns immer die Chemikalienrichtlinien in Kosmetika. In Europa sind über 1300 Chemikalien verboten worden, während in Kanada und USA nur 11 Chemikalien verboten sind. Hier geht man davon aus beispielsweise, dass Blei krebserregend ist. In den USA und Kanada und anderen Regionen dieser Welt ist Blei, auch welches auf Schleimhäute, wie zum Beispiel in Lippen aufgetragen wird, noch erlaubt, weil der Nachweis, dass das Blei wirklich für eine Erkrankung ursächlich war, total schwer gegeben werden kann, weil dann gesagt wird, ja, es könnte ja auch sein, dass es im Zusammenhang mit anderen Stoffen passiert ist. Genau das Gleiche gilt für die Landwirtschaft. Wir sagen, Gentechnik ist ein Eingriff, der nicht nachweisbar unschädlich ist. Gentechnik wird in Europa deswegen auf den Feldern nur versuchsweise zugelassen und nicht zum großflächigen Anbau. Glyphosat. In anderen großen Regionen dieser Welt wird Glyphosat als das meistverbrauchte Pflanzenschutzmittel genutzt. In Europa nachweislich nicht unschädlich. Dafür brauchen wir das Vorsorgeprinzip. Und deswegen sagen wir, das Vorsorgeprinzip muss sanktionierbar und also durchsetzbar in allen Handelsverträgen Grundlage sein. Wir wollen Handel, wir wollen auch eine nachhaltige Entwicklung dieser Welt fördern. Aber wir wollen auch, dass Umwelt und Menschen geschützt sind. Und geschützt werden sie nur dann, wenn wirklich beim geringsten Verdacht auf Schädlichkeit gesagt wird, diese Stoffe werden nicht mehr benutzt. Wenn ihr Fragen an mich oder Greenpeace habt, schreibt sie in die Kommentare.